Aha. Barbara, ich weiß ja, eins deiner Hobbys ist die Sicherheitskontrolle am Flughafen. Ja. Du liebst die so sehr, du gehst sogar manchmal hin ohne Ticket. Ja. Du darfst das heute mal so richtig wieder durchleben. Ich meine, wie schön muss es für dich sein, wenn ein Schweizer Security-Beamter dich durchsucht? Ist das sehr langsam? Ja, das ist sehr langsam. Ich freue mich. Ist das jetzt, Elmar, eine Traumrolle für dich? Kommt doch bitte beide in die Mitte. Vielleicht bist du heute doch ein bisschen genervter, ich weiß es nicht. Du hast das blaue Köfferchen, könnte ja was drin sein. Du hast diesen schönen Metalldetektor, Elmar. Und diese Flughafenszene möchte ich jetzt von euch hören, und zwar von A bis Z. Das ist gar nicht zulässig, dass ein Mann einen untersucht. Ja, das ist normalerweise... Siehst du, in der Schweiz dürfen die das auch. So. Ja, was wissen Sie, dass ich keine Ahnung habe? Die Passagiere in Schöneberger, bitte dringend zum Flugsteig 4. Frau Schöneberger, bitte. Ah, oh, Frau Schöneberger. Bestimmt wollen Sie in meinen Koffer reingucken. Könnte sein. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Ey, bitte mal aufmachen. Ja. Fanbriefe, Fanpost, Fanartikel und ein Fisch. Gar nicht mal so schlecht, der Fang. Haben Sie Interesse an Angeln? Ja, ich habe bei uns einen, wir haben einen Verein, da angeln wir immer die Eglis, diese kleinen. Ich möchte Sie nicht abwürgen, aber ich interessiere mich nicht für Ihren Verein. Ja, genau. Huch. Könnte es sein, dass Sie hier irgendwo Metall versteckt haben? Lassen Sie mich mal nachdenken. So. Machen Sie das nochmal. Nicht hier, lassen Sie uns doch nach da hinten gehen. Nehmen Sie es ruhig mit. Oder? Pass mal auf. So geht's nicht weiter. Quatsch, ich habe hier die absolute Macht und das ist auch so, dass Sie bitte noch einmal aufmachen. Ich habe ja noch gar nicht alles gesehen hier. Spanner. Spanner. Schweizer Spanner. Tja, wann geht denn Ihr Flieger? Um halb. Verpassen Sie ihn nicht. Witzig. Aha. Xavier Naidoo. Yves Saint Laurent. Zumachen ist fertig. Danke sehr.